Hi, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. Ja, in der letzten Folge hat Maximilian die Marmotta, Valkov, aus dem Turm von Randgris, mein Gott, warum habe ich so viele Probleme, alles auszusprechen, entführt und ballert damit einfach wild um sich. Ja, egal, das letzte Kapitel von Valkyria Chronicles bahnt sich immer näher ran und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an mit dem Finale, also dem vorletzten Kampf, würde ich mal sagen, weil da unten sieht man noch eine Karte. Aber wir kümmern uns erstmal um 5a, das Ende der Marmotta. Ich nehme aber an, wir sollen für das Ende sorgen, ne? Ne? Hab aber geguckt bei der R&D-Facility und so was alles, ob man was kaufen kann, aber nein. Wahrscheinlich nach diesem Kampf, ich weiß es nicht. Mal gucken. Wir befinden uns seitlich von der Marmotta, sehe ich gerade. Wir haben es zum Glück geschafft, den Strahl dieses Ding auszuweichen. Und wir sind gerade in der... an der Seite der Marmotta, mein Gott. Diesmal haben wir wahrscheinlich nicht so viel Glück. Das ist unsere einzige Chance, dieses Biest zu zerstören. Jetzt oder nie. Ja, wir sollen dahin gehen, wo Alicia das Ding, das Loch gemacht hat. Oh, das ist Endless Wave von Front Batch. Station Teams attacked right now front and side, which will work to turn up. Okay. Ach, wir sollen von der anderen Seite auch noch. Wir müssen die riesige Lanze zerstören, genau. Sie wird von den riesigen nicht beschützt und nichts, was wir aufbieten können, können es irgendwie Schaden anrichten. Wir müssen, plättigen, was? Okay, wir müssen es irgendwie schaffen, die Lanze kaputt zu machen. Fragt sich nur wie. Wir nehmen Alicia. Nehmen wir unsere letzten Einheiten. Wer ist da unten, Säcker? Ja. Warum ist er immer so abseits? Wäre irgendwie kein Mitglied. So, Kevin, natürlich. Lago. Ich würde mal sagen, wir brauchen mehrere. John. Herbert. Marina, versuch du auch mal irgendwas zu reißen. Und noch ein Scout, würde ich sagen. Nancy. So, werden wir schon irgendwie schaffen. Wir müssen einfach irgendwie das Ding kaputt kriegen. Wird schon irgendwie klappen. Wir dürfen nur aufpassen, dass Wake nicht stirbt, weil damit hatte ich in letzter Zeit ein bisschen Probleme. Wo ich schon hier alles auf HP und so was alles mache, glaube ich. Fred HP, ich weiß sowieso nicht, was das bedeutet hier. Fred HP ist doch, wenn man sich nicht mehr bewegen kann oder so, wenn der Radiator kaputt ist. Egal. Ja, du sagst halt so einfach, du kannst dich da drin verkriechen, wenn nicht. Oh mein Gott, was? Ich kann nicht mit dem Panzer durch, verdammt. Gar nicht wahr, ich habe noch eine Seite gesehen. Günther Shoei, wo bist du? Cordelia-Hime, wie ist das? Ich bin わかりました。では後方からの援護をお願いします。さて作戦だが予定通りまずアリシアが槍で開けた側面の損傷部分を集中的に攻撃する。艦隊側面には複数の砲塔が設置されている。十分に注意するように。 Machen erst ehrlich gesagt die Leute da unten links ein bisschen Sorgen.
マーモット正面のくぼみを利用しよう。傾斜を利用して情報を砲撃可能だ。よし、任せとけ。ドラゴンフランベアファー。僕たちは数々の苦しい戦いを勝ち抜いてきた。みんな自信を持て。僕たちならば勝てる。第7小隊行動開始。 So, die Edelweiß, also die Edelweiß, verdammt. Ich würde sagen, wir tun direkt die alle wegballern. Wir werden ja wohl bis da hinten drankommen, ne? So, wen haben wir denn alles da? Da haben wir Sturmtruppen und ja, werden wir nicht alle treffen. Müssen wir so versuchen. Bams! Na toll, der eine ist nicht mal annähernd angekratzt. Alles klar, was machen wir hier? Wir sind noch Panzer im Weg, ey. Und die Panzerkanone, ey. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Karte ist zwar überhaupt nicht groß, aber die machen es uns hier wahrscheinlich schwer. Und da kommen wahrscheinlich die ganze Zeit Unterstützungstruppen, ne? Okay. Lago. Ist gut. Ah. Erstmal Anti-Panzer-Sachen würde ich kaputt machen. Anti-Tank-Turret. Boah. Einige können wir gar nicht bewegen. Ja, shit. Wäre jetzt richtig blöd, wenn einer von euch daneben schießen würde. Ich würde es nicht empfehlen, wenn es einer von euch macht. So, John, geh du mal in der Nähe von Lago. Gut so. Liebe ihn. Mein Gott. Nein, du hast einen scheiß Mortar. Wieso habe ich dir... Wieso hat er einen Mortar? You gotta be fucking kidding me. Ist jetzt der allergrößte, der allerschlechteste Moment, ausgerechnet das Ding jetzt zu haben. Ich bin auch blöd, Mann, ne? Ja, alles läuft schief, geil. Ja. Ich kann dich nicht gebrauchen, super. Ja. Kann ich gucken, was ihr für Waffen habt. Der auch das Ding im Raum. Vielleicht, du hast wenigstens das Richtige. Gut. Dass ich mich immer auf Leist verlassen muss, ey. Ei, ei, ei. So, da muss ich dich ja erstmal kaputt hauen. Immer noch. Wie kann man in dem Moment daneben schießen? Ernsthaft? Das darf einfach nicht wahr sein. Kann man nur so ein verkackten, kann man nur so verkacktes Pech haben immer. Das sind noch zwei Schüsse. Danke. So, mit einem Schuss kannst du ihn jetzt erledigen. Und das schon mal. Warum bist du ausgerechnet? Egal. Ich sehe gerade, die sind noch nervige Leute. Das muss doch nicht sein. Das ist noch eine Schocktruppe, die ist kein Problem. Ein Lancer und so. Ja, wenn die die Edelweiß treffen, bin ich natürlich wieder dran. So. Sacker, hilf mir mal. Alter. Danke. Ich habe gar keine Zeit, mich hier irgendwie umzuschauen. Das ist das Problem. So, Alicia, du musst jetzt jeden da töten, der näher kommt. Marina, du bist auch gerade richtig blöd platziert. Alter.
Alter! Der Lancer könnte einfach hinten reinschießen und dann wegwerfen. Deswegen schießen wir den kaputt. Also das Gefühl, die kommen sowieso alle wieder. Okay. Wir haben die beschissenste Ausgangsposition, die man haben kann. Richtig geil. Dann sind auch noch welche super. Egal, wir haben Herbert, der kann alle reparieren. Autsch. Warum ich tun die Gatlings nicht auch irgendwie Züge verbrauchen? Das wäre richtig blöd. Nein, hör auf. Der kommt jetzt von der Seite und will uns kaputt schießen, ne? Hä? Warum schießt er nicht? Nicht, dass ich mich stören würde, dass er dich schießt, aber. Jawohl, gut so. Ja, warum auf Nancy? Schießt dich putt. Na, ah, verkackt doch mal. Ich extra einen Zug für den Verballern gleich. Außer er bewegt sich noch mal. Naja, anscheinend nicht. Mir sind die Gatlings erstmal ein bisschen Dorn im Auge. Jawohl, schießt den einen ab. Fuck! Oh nein. Ah. Ah. Oh, ja, ja. Ich wollte John auch noch im letzten Kampf dabei haben, Mann. Muss ich ihm Elias nehmen. Also bis auf die Lancer kann jetzt hier niemand was reißen, das ist ein Problem. Aber wir sind alle am Kriechen, ihr habt keine Chance. Solange wir am Kriechen sind, haben die wirklich keine Chance, ne? Elias. Soll ich mich da hinten hin bewege, ganz ehrlich? Mit einer Klatsche. So, Lago, mach da hinten das Anti-Tank-Dingen kaputt. Ah! Gut so. Einer kaputt. Ah! Das sieht doch schmerzhaft aus. Da wird der zweite Antipanzer-Dingen. Mein Gott. Warte mal, können wir auch einfach da hoch? Und. Ich glaube, wir können auch einfach da hoch und. Ja. Ich würde aber erstmal die Dinger kaputt kriegen. Mein Gott. Ich muss mal was gucken. Kann man einfach hoch und die Dinger kaputt schießen? Man weiß ja nicht. Leis. Hey. Ich hatte gewusst, ne? Guck so da. Nicht wieder mein Mikro gekommen. Nur halten die Lancer unmöglich viel aus. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, die so viel aushalten, ganz ehrlich. Egal. Na gut, ich habe mir den Kampf ein bisschen erleichtert. Jedenfalls kann ich jetzt meine. Jawohl. Stirb! Gut so. Jetzt brauche ich Herbert, der uns Munition gibt. Ja, ich habe aber zu weit weg. Da gehe ich mit Lago. Wohl der ist auch schon gegangen. Herbert. Ultimative Verteidigung, ey. Can't touch me. Dün. Vielleicht kann ich auch eine Granate reinwerfen, aber ich das lieber. Na, wie geht's so? Ach, ernsthaft?
Muss das jetzt echt sein? Nancy, kannst du mich beschützen? War viel zu knapp. Mann! Lecker. Geh du mal ein. Deinen mächtigen Flammenwerfer. Und schau uns die ganzen Leute hier vom Hals. Was bist du denn? Und zack. So, ich hoffe, da kommen jetzt nicht neue Leute immer. Weil das wäre richtig blöd. So, Elias, schaffst du es noch da hoch? Hast du das Gefühl, nein. Fuck. Okay, dann kannst du da irgendwie. Okay. Dann schafft sie es nicht mehr, ne? Verdammt! Können Sie mal versuchen. Ah, schaufle mein eigenes Grab. So, auf einmal zwei. Egal. Sie hält sowieso Schüsse aus, also. Dann brauche ich noch irgendjemanden. Oh Gott. Ja. Warum hast du so wenig AP, Welkin? Ja, komm mal her. Ich muss den jetzt reparieren. So, damit du ja nicht blöde Ideen kommst, ne? Jetzt sind wir dich hier hin. So, jetzt hoffe ich nicht, dass irgendwelche Soldaten da neu kommen. Die könnten wir jetzt nämlich alles ruinieren. Leck mich. Ah, nur einer, okay. Damit kann ich leben. Was? Warum schießt du? Boah. Mein Gott, wenn er jetzt auf Welkin schießt, ne? Okay, der geht auf die Shamrock aus irgendeinem Grund. Und immer auf die Shamrock. Oh nein, hör auf damit. Ja, wer hat? Jawohl, wer auch immer da gerade schießt. Nein, du gehst jetzt nicht von hinten zur Shamrock. Alter. Sind mal die Lancer, die mir so auf die Nerven gehen. Like I give a fuck. Ja, der ist immer beschissen umgedreht, kann das sein? Ha. Was ist denn das? Xa. Jetzt nicht nochmal bewegen. Nein. Hilfe. Hm. Ha. Was ist das? Ja, keine Kommandanten sind tot, das ist schon mal gut. Warum macht er das? Na, warte, wir werden jetzt alles drehen in diesem Kampf. Was geil. Die hat uns voll geil. Ich find's richtig geil. So, Elias. Macht das Ding kaputt, damit wir uns alle bewegen können. Bams. Jetzt hat nur sie was gemacht, ne? Ja, hast du. Alles klar, dann zum Antipanzer. Tourette. Kommen wir da überhaupt hoch?
Irgendwie nicht, ne? Egal. Wir können uns bewegen, das ist schon mal gut. Ist irgendwie von vorne da rein, glaube ich. Boah, Herbert, ey. Boah, Welkin. Herr Alisha, du könntest mal reingehen und gucken, wie wir da reinkommen. Ja, ich brauche schon wieder einen neuen Scout. Die darf natürlich auch nicht fehlen. So, du. Was? Hat die so ein kleines Visier? Geil. Ja, jetzt brauche ich das nicht mehr. Jetzt bin ich geil. So, wo kann man denn? Ich glaube, da sollte man nicht rein, aber ja, mal gucken. Ah, ja, ja. Okay, welcome. Wenn es sehr gefährlich wird. Kann ich nicht über dich fahren, mein Gott. Ja, wir sollen erst das hier kaputt machen, ne? Ich kann gar nicht höher zielen. Egal. So, du schützt schön den Radiator von Welkin. Voll. Mein Gott, was eine Strategie, ne? So, das Ding muss kaputt gehen. Da ist kein Panzer. Ja, okay, da ist ein Panzer, wohin wir schießen, aber. Ah. Verdammt. そこがもろくなっていたんだ。隊長、今の爆発で崩れた艦体側面部分に足場になりそうなところがありますよ。本当だ。あそこから艦隊に登っていきそうだな。この艦の構造的におそらくあのプロペラ付近にラグナイトの動力系統が集中しているはずです。歩兵がそのプロペラ付近の弱点を攻撃すればさらにダメージを与えられるかもしれません。 Genau, tut, was er sagt. Ja, mehr können wir auch nicht machen im Moment. So, dann gehen wir mal mit unseren Sturmtruppen da rein. Nachher, ich muss ja wieder einen neuen Scout rausholen. Scout mal mit Rosie vor, weil da oben ist noch ein Sturmtruppler. Na du! Undodgeable Shot. Vor allem Schuss. Alles klar. Dann kann ich mal sehen, was da oben ist. Wie, guck mal einer, wo wir hier sind. Müssen wir ja mit Marina da oben, wer? Kevin, du musst Schutzgarde für Herbert spielen. Niemand packt Herbert an. Da. Aisha steht, glaube ich, da hinten immer noch ein bisschen blöd, aber. Mal gucken, ist da nicht irgendwas noch drin? Ja, nicht Räume welche drin? Wahrscheinlich später. Ich hau hier lieber ab. Da ist irgendwas. Ich
Kann ich da oben? Ich tu einfach mal da reinschießen. Ja, super. Da schon da reingehen irgendwie. Na gut. Alles läuft noch plan. Ach, ich kann mich noch mal. Okay. Gehe ich mal mit Alice nach oben. Da, vielleicht kann ich ja irgendwann abschießen. Na ja, super. Ich kann nichts abschießen. Okay. Dann. Mein Gott, wir haben schon hier gute Ausgangsposition jetzt. Oder? Oh, da sind jetzt Leute erschienen da drinne. Aber draußen sind keine mehr. Ah, what the fuck? Jetzt kommen da welche. Super. Ah, Alicia, gut. Da kommen so verdammte Lancer. Gut, schieß sie kaputt, Alicia. Mein Gott. Hört auf, auf uns zu schießen, Mann. Nein, das machst du jetzt nicht. Komm schon, Herbert. Und jawohl. Gut positioniert, ihr beiden. Kommt der nächste. Oh Gott. Oh nein. Kevin hat's erwischt. Wir sollten echt von der Seite aus weggehen. Warum sollte man überhaupt da stehen? Oh, und da ist ein Scharfschütze. Warum ist da ein Scharfschütze? Na, zumindest da kein Lancer. Fox, that's supposed to mean. Jawohl, Herbert, du bist der Beste. Schön. Okay. Wie immer kleine Probleme, aber nichts Schwerwiegendes. Ja, ich gehe sowieso nicht da vorne hin. Ja, ich sagen, den Rest hoffe ich machen wir in der nächsten Folge von Let's Play Valkyria Chronicles. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss.